Ja, hallo zum Video Automation Studio Debug Tools über Watch, Trace and Debugger. Und ich zeige euch heute, wie ihr mit Hilfe des Automation Studios euer Programm analysiert und somit Fehler im Programm findet. Dazu habe ich ein Programm vorbereitet, neues Programm.c. Hier habe ich zwei Funktionen deklariert und über ein Switch Case Konstrukt wird hier die Funktion 1 und Funktion 2 aufgerufen. Als erstes kommen wir zum Watch. Hier haben wir die Möglichkeit, einfach den Monitormodus aufzumachen. Dann bekommen wir auf der rechten Seite einen Auto-Watch und hier unten unseren Watch, in dem wir hier Elemente reinziehen können. Zum Beispiel hier die Variable State ziehe ich hier rein und somit kann ich beobachten, wie die Variable gerade, welchen Wert die Variable gerade hat. Es geht natürlich auch ganz einfach, wenn ich mit der Maus drüber gehe, dann bekomme ich hier so ein Pop-up. Und der eigentliche Watch wird geöffnet über Rechtsklick aufs Programm Öffnen Watch oder auch in der Physical View auf das Objekt gehen, Öffnen Watch. Dann habe ich hier so eine Tabelle, dann kann ich hier sagen Variable einfügen. Und mir meine ganzen Variablen, die ich in diesem Programm verwende, hinzufügen. Somit sehe ich meine Counter, die wo ich im Programm verwendet habe, und die LED hier wieder. Hier zum Beispiel auch die Variable State String. Hier sehe ich dann genau, in welchem State sich mein Programm gerade befindet. Hier wird hier ganz einfach mit einem String Copy auf die State ist die R-Variable verbunden und somit sehe ich dann, wo sich mein Programm befindet. Das Ganze kann ich auch noch sehen, indem ich die Zeilenüberwachung verwende, mit Rechtsklick die Debug-Toolbar einblenden. Hier vorne wird dann die Zeilenüberwachung aktiviert. Das deaktiviert allerdings die Zykluszeitüberwachung, aber für Debuggen-Zwecke ist das natürlich in Ordnung. Okay. Dann sehe ich hier mit diesen grünen Pfeilen hier, wo sich das Programm gerade befindet. Es ist leicht verzögert, aber man sieht dann sehr, sehr schön, wo das Programm gerade abgearbeitet wird. Wenn wir schon in der Debugger-Ansicht sind, dann kann ich hier Breakpoints setzen. Haltepunkt setzen, löschen. Das Ganze geht auch mit der Taste F9, Shortcut F9. Und dann blende ich hier eben so grüne Breakpoints ein. Das heißt, an dieser Stelle wird das Programm angehalten. Ich habe hier schon drei Breakpoints definiert. Und wenn ich jetzt nun in den Debugger-Modus wechsle, dann bleibt mein Programm an dieser Stelle stehen. Ist natürlich auch riskant, wenn man Achsen im Projekt hat, denn wenn ich jetzt auf eine Zielposition fahren will, dann bleibt mein Programm an dieser Stelle eben stehen und dann kann ich eben diesen Sensor, diesen Endlagensensor im Endeffekt nicht mehr überwachen, weil mein Programm dann eben hängt. Ja, hier steht mein Programm jetzt im Endeffekt und ich kann überwachen. Erstens, ist mein Programm hier durchgelaufen? Ja, weil wir stehen hier ja. Und welchen Status haben meine Variablen in diesem Fall, wenn ich hier stehe? Also ich kann hier in den Debugger Watch auch andere Variablen mit aufnehmen, wie zum Beispiel meine Counter. Der Counter hat den Wert 1. Und mit der Taste F5 oder hier mit Fortsetzen läuft das Programm weiter, bis ich in den nächsten Breakpoint gelange. F5 wieder drücken. Der Counter 1 ist jetzt auf 0. Und ich kann hier jederzeit natürlich über den Watch hier
Debugger Watch hier unten oder auch oben rechts im Watch oder im Auto Watch. Der Auto Watch legt mir automatisch die Variablen an in dieser Zeile, wo sich der Debugger gerade befindet. Kann ich jederzeit ändern den Wert. Und wenn ich jetzt auf Weiter drücke, wenn ich hier False setze, dann wird die jetzt im nächsten Schritt natürlich auf True gesetzt. Denn die Zeile wird erst nachher abgearbeitet. So, ich kann hier jetzt auch sagen, ich mache hier nur einen Einzelschritt. Springt er im Endeffekt auf die nächste auszuführende Zeile. Und der hat jetzt die Variable hier auf True gesetzt, wie wir sehen. Einzelschrittmodus hat natürlich auch den Shortcut F11, geht genauso gut. Und dann gibt es eben noch den Prozedurschritt, der die Unterroutinen überspringt. Jetzt gehe ich mal mit F11 einen Einzelschritt weiter. Bis ich hier gelange und dann springe ich mit F11 weiter in die Funktion hinein. Wir sehen, ich gelange hier in die Funktion hinein. Ich gehe mit Fortsetzen weiter zum nächsten Breakpoint. Stehen wir hier und jetzt mache ich den Prozedurschritt. Wir sehen also, mit dem Prozedurschritt überspringe ich die Funktion. Anders zum Einzelschritt wäre ich jetzt in die Funktion hineingesprungen. Ja, das war der Debugger. Funktioniert eigentlich wunderbar, wie wir sehen. Und dann beenden wir den Debugger-Modus und ich zeige euch noch, wie das mit dem Trace funktioniert. Dazu können wir hier auch wieder in die Software-Konfiguration wechseln. Mit Rechtsklick Öffnen auf Trace. Den Trace öffnen. Ich habe hier schon eine Trace-Konfiguration erstellt. Die werde ich jetzt mal löschen und euch zeigen, wie ihr eine eigene Konfiguration erstellt. Dazu gehen wir mit der Maustaste Rechtsklick auf Neuen Trace einfügen. Rechtsklick, neue Variable einfügen. Hier kann ich mir die ganzen Variablen in meinen Trace holen. Kann den Trace hier mit installieren. Und der Trace startet automatisch. Wie wir sehen, die Puffergröße vergrößert sich. Dann halte ich das Ganze an und lade mir die Daten aus dem Zielsystem. Ich habe hier eine Oszilloskopdarstellung, das Diagramm und kann jetzt genau zeitlich verfolgen, wie die Signale zueinander stehen. Das ist natürlich sehr hilfreich, wenn ich ja, den State hier auch überprüfen will, wo befindet sich mein Programm gerade und welcher Sensor kommt zum Beispiel zu dieser Zeit. Vielen Dank für das Schauen von diesem Video über Debug-Tools, Watch Trace and Debugger. Und in diesem Video habt ihr gelernt, wie ihr mit Automation Studio euer Programm analysiert und somit Fehler finden könnt.